Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Heute wieder mit Fumbly Bumbly und mit einer Korrektur, die mir am Herzen liegt vom letzten Mal. Ich habe mich ein bisschen geirrt. Versatility, was ich gespielt hatte, war dann doch schon als zumindest easy bis medium getaggt. Und das hier wäre die leichte gewesen. Snakes and Ladders. Hoffen wir mal, dass ich hier eine Chance habe. Los geht's. Hier komme ich am Ende hoch. Ne, hier komme ich zwischendurch mal hoch. Oh. Snakes and Ladders spielt, glaube ich, an auf... Im Deutschen wäre es Leitern und Rutschen. Oder Rutschen und Leitern wahrscheinlich, ne? Dieses Brettspiel. Oh. Custom-Mucke. Bzzzt. Bzzzt. Interessant, kann ich hier überhaupt irgendwo lang? Ich kann jetzt mal eine Verbindung setzen. Das hilft mir aber nicht so viel. Kommen wir überhaupt nicht mehr zurück. Also es wird hier hoch und runter gehen. Und zwar das nicht von alleine. Hier gibt es überhaupt keinen Rückweg, ne? Also ich habe keine Portale behalten können. Ich konnte noch keine schießen. Das ist ja sehr interessant. Kann ich etwa hier durch? Na, ich weiß ja nicht. Drück ich was? Ich selber kann nichts drücken. Was sehe ich denn jetzt schon wieder nicht? Warte mal. Nee, also. Und jetzt? Das sieht doch sehr eingeschränkt aus. Kann ich hier irgendwo durchschießen? Nein. Ich kam hier an, ging durch einen Grill und dann ist es vorbei. Hier irgendwas, was ich noch nicht kenne? An Mechanik? Oh, wow. Sollte man das so machen? Okay. Was anderes fällt mir da ja glatt gar nicht ein. Hier bin ich reingekommen. Das Ding fährt das am Ende noch höher. So, warte mal. Das. Da könnte ich von der anderen Seite dann einen Würfel reinwerfen. Oder der schwingt da rein. Kann ja auch sein. Das fand ich jetzt aber erstmal nicht so schön irgendwie. Ich weiß nicht. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Also da so durch war jetzt komisch. Das ist schon... Naja, ich weiß ja nicht. Hätte man das... Wenn ich so machen soll, hätte man da nicht einfach weniger Abstand machen können? Hat sich nicht gut angefühlt. Okay, was mache ich denn hier? Den Laser aus. Ach, der macht... Der macht den Grill. So, dann ist ja die nächste Frage, braucht man so einen Grill? Manchmal ja schon, ne? Manche Creator sind echt clever und bauen dir einen Grill ein, wo du erstmal denkst, ja, Grill ist ja nur hinderlich und alles. Aber irgendwann brauchst du dann mal ein Nullportal oder musst ein Item zerstören oder so und dann brauchst du einen Grill. Okay, hier kommt nämlich der Würfel mit Auto-Respawn. Das wäre so ein Grund, ihn zu zerstören. Weil er ja auch mit Schwung da ankommt, wie man sieht. Oh, jetzt kommt er vor allen Dingen erstmal mit Schwung gleich raus. Oh, er ist schon... Er ist kaputt gegangen? Nein, er ist nur irgendwo hier lang. Ah, er ist schon da drauf. Okay. Ja, nee, das war noch gar nicht gewollt. Okay, 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 okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann gehe ich jetzt zurück... Ach, herrje. Ja, jetzt haben wir nämlich schon das Problem, ne? Was ist denn da oben noch? Ist das nur Zierde oder kommen wir da irgendwie hin? Ach, der Ausgang muss ja auch noch irgendwie... Warte mal. Das kann man ja... Kann man ja noch gar nicht erkennen. Der Ausgang muss ja noch irgendwie auf... Muss da noch was gemacht werden? Uff. Okay, erstmal zu... Erstmal zu meinem Problem. Wie schaffe ich das jetzt, dass der Würfel da genau nicht reinfliegt? Also nicht... Hier wäre auch nochmal ein Guckfenster cool gewesen, aber man kann es nur hier sehen. Also er fällt...
Ich selber schaffe das jetzt nicht. Ich kann von nirgendwo hier springen. Also den Weg zurück kriege ich ja gar nicht mehr hin. Okay. Jetzt das Anschalten ist auch blöd. Dann komme ich nämlich da nicht mehr rein. Also wann ergibt sich diese Möglichkeit überhaupt? Oh, ich ahne was. Das ist aber auch schon so ein blöder Trick, wo ich nicht weiß, ob der jetzt hier gewollt ist. Kann man nicht irgendwie zweimal hintereinander drücken? Dass man sich da Zeit gibt? Na, das reicht nicht. Okay. Das wäre auch keine schöne Lösung. Jetzt ist der wieder darauf. Das Pferd. So. Ich muss hier auch rum. Ich kann nichts abkürzen. Wie oft kann man das drücken? So, ich kann ja hier auch schlecht drin sein, ohne diese Verbindung zu... Achso, kann ich eigentlich da hochschießen? Da war ja nichts, ne? So, hier ist nichts. Ich habe doch keine Möglichkeit mit diesen Flächen. Warte, ist es... Hat aber auch nichts mit... Mit dem Umdrehen dieses Portals zu tun. Da ist abgesehen davon auch ein Magnet drin. Ich komme nicht mehr an diesen Würfel ran, sonst würde ich ihn mir ja gerne irgendwie mal nehmen und irgendwo hinlegen, um ihn dann später kaputt machen zu können. Na, sag mal. Das ist jetzt die leichte Kammer, Mann! Was ist denn das jetzt? Also hier dreht sich nichts. Ah, ich kann ja jetzt hier nochmal runter. Ist das ein Trick? Ach du Scheiße. Das heißt, da ist jetzt... Oh, nee, bringt ja auch nichts. Da ist ja gleich ein Grill. Ist ja keine Fläche. Ach, warte mal. Jetzt ist ja der Würfel drin. Ja, jetzt ist auch zu spät, ne? Okay, muss ich nochmal rumgehen. Muss ich beim nächsten Mal dran denken. Wow, das ist ja tricky. Jetzt bin ich ja gespannt. Beziehungsweise das gehört jetzt zur Lösung, weil so habe ich überhaupt erstmal den Würfel in den Händen. Ah, ja, diese Kleinigkeiten. Unglaublich. So, und geht das diesmal besser? Ja, okay. Sehr schön. So, jetzt machen wir es wie? Jetzt machen wir es so, dass der Würfel hier... Tja, wie mache ich das denn? Ich muss ja eigentlich da stehen. So, warte mal. Das Problem ist, ich kann nur von außen da jetzt ankommen, ne? Also, der Würfel wird neu kommen. Ach so, aha. Das ist ja viel besser. Warte. Ach, nö, jetzt fehlt mir wieder. Ich gehe nochmal rein und nochmal. Jetzt kann ich nicht zurückgehen. Oh, Mann! Okay, wie machen wir es jetzt? Jetzt wollte ich irgendwie... Ah, warte mal, jetzt kann ich den Würfel kaputt machen und da... Ich wollte ihn gern platzieren, das ist es halt. Auf dem Nullportal platzieren, aber wie schaffe ich das? Dafür müsste er erstmal da drin sein. Der kommt ja jetzt da drin. Aber um ihn zu platzieren, muss ich da immer wieder reingehen. Das ist halt... Das ist halt das Blöde daran. Ah. Wie machen wir es? Ansonsten würde ich gern von hier innen. Ich würde gern hier stehen. Ihn da reinschmeißen und dann hier raufgehen, ne? Dass er dann da fliegt. Aber wie geht denn das schon wieder? Dafür muss ich ja die Verbindung haben. Kann doch hier nicht alles aus Problemen bestehen, Mann.
Das ist ja schon die Verbindung. Das reicht ja schon. Ich muss ja nur kaputt... Nee. Jetzt muss ich den Grill wieder haben. Na, sage mal. Das ist doch... Das gibt's doch gar nicht. Wenn ich den jetzt drücke, kann ich das doch alles gar nicht aufbauen. Okay, reicht hier die Zeit? Das Problem ist, ich darf ihn nicht einfach nur kaputt machen. Ich darf erst losrennen durch den Grill, wenn der da rausgeflogen kommt. Und ich fürchte, das reicht nicht. Das werden wir jetzt nämlich mal ausprobieren. Shit. Oder. Ja, okay. Ich denke, man soll hier was anderes machen. Ist zwar auch nicht die feine Art, aber in dem Fall wird es so gewollt sein. So, unterbrechen. Habe ich alles? Portale habe ich. Jetzt schmeiße ich den da rein. Ja, so ist das gedacht. Aber das war natürlich noch gar nichts. Jetzt habe ich... Obwohl das... Nee, das kriege ich auch nicht hin. Also jetzt kann ich den Würfel... Ich denke, ich muss hier durchgehen. Jetzt kann ich den Würfel hier hochholen. Das ist ja nochmal ein extra Step. Den finde ich ja witzig. Obwohl ich noch nicht weiß, ob ich das jetzt lösen kann. So, jetzt kommt der Würfel zwangsläufig da an. Jetzt habe ich auch die Plattform wieder unten. Mein Problem ist natürlich direkt wieder der Grill. Also Plattform ist wieder unten. Kriegen wir jetzt den Würfel darüber und... Jetzt... Nee, kann ich auch nicht. Jetzt dachte ich, kann ich mal das Nullportal machen. So, ich kann ja auch nicht den Würfel hier bereitlegen. Kann ja mal durchgehen. Also hier muss er hin, ist klar. Hier wird er auf keine Art zu mir hingeschwungen kommen. Also muss er doch da liegen und ich muss auch wieder... geschafft haben. Und muss den Laser aushaben? Wie? Ach so, ganz einfach. Pff. Vorbereiten. Uff. Hingucken. So. Oh, da haben wir's. Glaubt mir, geht mein räumliches Vorstellungsvermögen mehr und mehr abhanden. Kommt abhanden. Auch in Portal. Oder gerade in Portal. Wobei das ja jetzt nicht ewig gedauert hat, aber gefühlt wieder so, hä, was? Das war jetzt die leichte. Ich traue mich aber noch, die nächste Medium ranzuhängen. Und dann haben wir wahrscheinlich wieder die Stunde insgesamt. Strip back. Hammer's. So. Oh, schönes Licht. Kleiner Akzent. Okay. Da gibt's einen Laser, hier gibt's Suppe, da gibt's einen Strahl. Wo gibt's denn mal... Hier kann ich mal aufmachen, damit ich mal irgendwo hoch kann, ne? Ehrlich gesagt würde ich erstmal da reingehen, weil ich dann mit dem Laser wieder da rauskommen kann und dann kann ich das alles neu machen. Ich glaube, das ist noch das harmloseste. Gibt es hier irgendwo... Aha, hier muss dann am Ende der Strahl auch noch was befeuern. Okay, dann gehe ich mal direkt so raus, obwohl das jetzt noch nichts ändert. Die Frage ist... Achso, ich rette den Würfel selber. Gut, also machen wir mal mit Laser da raus. Der Laser ist oben. So, direkt mal Auto-Respawn testen. Nix Auto-Respawn, ist klar. So, dann haben wir jetzt den Würfel hier und jetzt hätte ich ja einen Strahl auch. Das kann ich natürlich auch wieder so aufmachen und den Strahl da. Dann bin ich da.
glaube, anders geht's gar nicht. Ich muss erstmal rüber, ne? Und dann ist aber noch der Würfel da. Naja, schauen wir mal. Also, ich werde mir vor allen Dingen den Laser nicht neu holen können, wenn ich einmal da drüben bin. Aber gut, darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass man irgendwie zurückkommt. Ist die Frage auch, ob ich die Fläche treffen kann von da unten? Ja, das sieht gut aus, okay. Aber da das ja die Mediumkammer ist, habe ich damit noch nichts gewonnen, obwohl da schon der Ausgang in Sicht ist. Aber da werden noch ganz andere Sachen kommen. Okay, so, jetzt kann ich... Ach so. Ach, Mann. Ach, scheiße. Kriege ich überhaupt den Würfel da wieder weg auf irgendeine Art? Erstmal hier oben gucken, ne? Ob hier irgendwas Sinnvolles ist. Also hier müsste ich dann sogar noch mit dem Strahl hoch. Ah, wie verlockend. Mit dem Strahl hoch, wenn das offen ist. Also der Würfel muss hier rangedrückt werden eigentlich. Kann das sein? Das sind aber ein bisschen... sind mir ein bisschen zu viel Grills dann insgesamt. Also, dass ich hier stehe, der Würfel wird unten vom Strahl rangedrückt. Es muss ja so sein. Es kann ja nur so sein. Und als nächstes hole ich den Strahl. Also, der Strahl ist ja schon geholt und ich hole ihn hier. So muss es dann eigentlich sein. So, das heißt, den Würfel würde ich hier bereitlegen, aber wie kriege ich ihn hier hin? Ach Gott, noch nicht mal von hier kann ich den Laser holen. Ah, wie schön. Ich kann ihn... Ah! Oh, das ist cool. Das ist ja cool. Warte, warte, warte. Ich kann ihn... Da hinten ist noch ein bisschen Fläche, ne? Ich kann ihn runterschubsen. Dann habe ich den Strahl nicht mehr. Hopp! Coole Idee. Aber... Was hilft's als nächstes? Ich kann ja gar nicht den Strahl haben, wenn... Das ist ja sowieso wieder sehr, sehr interessant. Ich meine, wie will ich den Würfel dagegen drücken? Das hilft nichts. Jemine. Das müsste man nochmal da aufmachen, ne? Das ging da oben? Warte mal, wie war das? Ach, das war der. Na ja, genau. Das ist natürlich jetzt wieder... Okay, jetzt habe ich den Würfel da. Ist die Frage, ob ich wieder den Laser irgendwie... Wenn ich den Würfel da bereit liegen habe, kann ich doch eine ganze Menge eigentlich... Naja, so eine ganze Menge auch nicht. Ich müsste... ich müsste wieder mit dem Strahl hier rüber gegangen sein, müsste... Wie müsste ich denn da? Ich speichere mal das ab, weil jetzt könnte es gerade brenzlig werden. Also ich würde jetzt alle möglichen Grills oder eigentlich nur den Grill aufmachen. Mit dem. Dafür müsste ich aber darüber. Jetzt gebe ich schon mal die Verbindung auf. Das ist nämlich eine Sache. Vor allen Dingen müsste ich wieder... wie war denn das am Anfang? Ich müsste erstmal wieder da hoch. So, also einmal den, dann war das der. Jetzt halte ich allerdings... Jetzt habe ich da noch kein Portal. Dammit. Shit. Ja, obwohl, jetzt habe ich ja wieder dieses Portal. Also, jetzt gehe ich da hoch. Aber jetzt habe ich es gleich nicht mehr. Shit. Das ist ja blöde. Warte mal. Ach doch, doch. Das ist noch ein Weg mehr rum, würde ich sagen. Das ist ja auch wieder clever. Also jetzt machen wir wieder... falsch gedacht. Nee, wenn ich den Strahl hier reinbekomme, um da aufzumachen, muss ich ja immer die Portale so und so haben. Das ist ja super dumm. Kann ja nie da offen haben. Ich wollte mit dem Portal von da hier hochgegangen sein, ne? Damit ich hier rauf steppen kann.
und den Strahl da unten rausschicken. Aber kann ich denn von hier aus auch... Da kann ich nämlich wieder da treffen. Ha, ha, ha. Was mir nicht so viel hilft. Weil, oder? Dann ist der da unten, der Würfel. Doch. Doch, das hilft mir sogar sehr viel. Tja. Okay, das müsste ich irgendwie schaffen. Also... Nochmal, wie komme ich da unten? Wie kriege ich da dieses Portal hin? Ich mache so auf. Ich kann jetzt ja leider leider nicht die Verbindung setzen und danach auch nicht. Hab gerade überlegt, ob ich da irgendwann mal da oben per Strahl rübergehe, aber das kann es ja erst recht nicht sein. So. Wie macht man diese Verbindung? Vor allen Dingen, jetzt liegt der Würfel da. Ich habe keine Verbindung mehr und komme mit dem Strahl ja auch nicht. Ich muss schon da oben was machen. Es kann doch nur noch diese Verbindung sein. Ist die Frage, ob die jetzt halt gerade überhaupt funktioniert. Ja. Achso, warte mal, ich kann ja von hier aus jetzt aufmachen. Hilft mir das was? Nicht wirklich. Ich verballer immer beide Portale, wenn ich aufmachen will. Also muss ich es doch irgendwie anders geschafft haben. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Scheiß. So, schöne Verbindung. Hilft mir bloß nichts. Irgendwie da oben stehen. Jetzt ist das offen. Jetzt. Schön, dass ich beide Portale schießen könnte. Mann. Was soll denn das bringen? Es muss doch so. Das Ende muss doch so aussehen. Muss der Würfel mir vorher noch helfen? Habe ich das zu früh gemacht? Nochmal rüber. Oh. Aber das war doch schon so ein Move, der muss doch da irgendwie involviert sein. Dass ich zumindest schon einmal drüben war. So muss es ja anfangen. Vorher kann da ja noch gar nichts passieren. Jetzt ist da die Frage. Was hatte ich jetzt gemacht? Jetzt bin ich darüber gegangen. So, meine Portale waren gerade weg. Da war sowieso nichts zu löten. Das ist eigentlich alles schlüssig, dass man hier umsetzt... den Würfel erstmal nur wegschiebt. Das war logisch. Da hätte ich jetzt auch den Checkpoint nehmen können, ne? So. Wie machen wir das jetzt? Sollte ich einfach nur zurückgehen? Nee. Und den Würfel wieder raufsetzen? Das bringt mir nicht so viel. Hier gegen gedrückt werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich jetzt wieder den Anfang mache, habe ich nichts gewonnen. Ist die Frage, zu welcher Seite gehe ich jetzt raus? Spielt das eine Rolle? Ich kann sowieso beides reproduzieren, wenn ich wollte, ne? Wo ist hier der Trick? Wenn ich jetzt den Würfel rauflege, fange ich wieder von vorne an. Außer, dass ich zwar die Verbindung habe, aber...
Und ich kann... Na, kann ich nicht... also den Strahl hier aus der anderen Richtung kommen lassen, ist Blödsinn. Vor allen Dingen... mich selber darüber transportieren. Nee. Ich stell gerade fest, der kommt da unten raus. Ich dachte, es wäre so weit an der Seite, dass er das nicht tut. Tut er aber. Was hilft's? Ich hab da... Es ist noch nicht mal ein Laserwürfel, also der tut eigentlich auch nichts. Was kann er jetzt Sinnvolles machen? Was kann er sonst Sinnvolles machen? Dem Laser arbeiten ist auch nur sinnvoll, wenn man hier trifft. Was anderes ist doch hier nicht. Also kann es doch nur sein, dass man den da unten bereitlegt. Bringe ich ihn jetzt woanders raus? Bringe ich ihn jetzt da hoch? Ich muss es schaffen, ihn hier gegen zu drücken. Wann schaffe ich das? Vor allen Dingen, ich schaff's nur von da oben. Ich schaff's nur von da oben. Okay, also ich muss hier hochgekommen sein. Muss da ein Portal... Da führt kein Weg dran vorbei. Muss da ein Portal haben. Der Würfel muss da liegen. Ich drück ihn dagegen. So. Also von da aus. Wie schaffen wir das? Warte mal. Hä? Stelle ich mich jetzt gerade ein bisschen blöd an? Moment. Die Verbindung ist jetzt auch erstmal gar nicht mehr wichtig. Aufmachen. Hochgehen mit Laser. Das Portal wird aber gleich wieder verändert. Jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich... raus mit Laser. Das hatte ich ja am Anfang. Jetzt mache ich auch mal auf. Mir war nicht bewusst, dass ich von hier... Das ist ja eigentlich überdeutlich, ne? Oh Mann. Und damit ist die Kammer eigentlich gar nicht mehr so schwer. Aber sie ist ja auch nur easy to medium. Also jetzt habe ich da unten das richtige Portal. Jetzt drücke ich den Würfel dagegen. Jetzt kann ich selber... Jetzt wird es nochmal blöd. Ne, wird es gar nicht blöd. Jetzt... setze ich da ein Portal und ehrlich gesagt hole ich mir den Würfel hier neu. Ja, mehr ist es nämlich gar nicht. So, jetzt komme ich mit Strahl da raus. Ist aber nicht so schlimm. Oder? Kann ich ja aussteigen. Ja. So, jetzt ist easy. Das hat ja gar nicht mal so aufgehalten wie die anderen davor. Oh Mann. Naja, endlich mal wieder was funktioniert hat. Wie schön. Okay, Däumchen. Und wo sind wir jetzt? Eigentlich noch nicht mal bei einer halben Stunde. Wow. Ja, das heißt, aus gegebenem Anlass hängen wir hier nochmal ein bisschen Ben 77 ran. Mit Repulsion Rebuild. Hat mir automatisch schon die Glatoffel gegeben hier. Warum nicht? Also es ist auf jeden Fall eine Map, die ich schon mal gespielt habe. Fein, endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Kann mich dunkel dran erinnern, aber nicht, wie es funktionierte. Aha, hier mache ich es blau. Warte mal, hier fahre ich es. Macht das Tick-Tack oder? Toll, es macht kein hörbares Tick-Tack. Schönen Dank dafür. So, also blaue Plattform. Strahl. Achso, ja. So, Näschen hat gekribbelt, sorry. Ich mal kurz gemutet. Okay, da ist ein Turret.
Was vielleicht aber auch gleich Geschichte ist, weil können wir ja mal gegen die Wand kleben. Ah, ist gefährlich, ne? Tschüss. Oh, Turrets hat noch nie jemand gebraucht. Okay, das schaltet den Grill um und den Ausgang. Oh je, Mine. Das heißt, ich muss da irgendeinen Durchweg schaffen. Kann ich überhaupt mal gucken, was da ist, ne? Hier ist auch weiß ich nicht so. Oh, das sieht ja fast nach Speedway aus hier. Wenn so Flächen gegenüber sind. Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass man hier dann... Nee, habe ich mir falsch gedacht. Da kommt man raus. Ausgang. Okay, hier kann ich nur schmummeln. Da ist aber noch... Oh, oh. Nix nur schmummeln. Da kann ich sogar raus. Interessant. Also hier komme ich mit dem Strahl an und so weiter und so weiter, ne? Das muss man aber auch erstmal geschafft haben. So, jetzt kann ich aber komfortablerweise mal so zurück und gucken, was ich auf der Seite so mache. Dieses Blau war, glaube ich, vorher auch schon da. Was war hier? Hier war so ein ähnlicher Weg rum. Mal gucken, was hier überhaupt kommt. Das machte ihn... Ne, das drehte ihn um. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also ich... Irgendwie war mir so, dass man hier mit blauer Farbe arbeitet. Dass man die reinzog und dann wieder rausbrachte. Aber offensichtlich ist hier nichts Orangenes, ne? Nee. Okay, außer dem Strahl ist hier nichts orange. ach so, dafür muss ich ja... warte mal. konnte ich hier zurückschießen? Nein, auch nicht. Nanu! Wie ging das denn? Der Grill ist ja nie weg, oder? Oh, oh. Kann ich hier... Nee, wie sollte ich blau hier irgendwie... Ach, guck mal. Da kann... Hä? Was? Was ist das denn? Frechheit. Das kann ich nicht treffen da hinten? Da ist irgendwie eine unsichtbare Mauer. Okay, aber ich habe es ja jetzt schon orange gemacht und weiß ja eigentlich, wie es... Ich dachte, ich weiß, wie es geht. Nein, ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. War hier nicht mal sowas, dass man sich hier rüberzieht? Es geht jetzt auch. Das ist ja Glas dazwischen. Habe ich gar nicht gesehen. So. Wie schön. Und nun? Ja, komm mal da irgendwie rüber. Eigentlich muss ich da ein Portal hinterlassen und darüber gehen. Aber das geht ja so gar nicht. Warte. Also ich bin so rübergegangen. Da könnte ich es treffen. Aber dann komme ich ja schon hier nicht mehr zurück. Hier würde ich mich gern drücken. Natürlich drücken. Warum habe ich das vorher nicht gemacht? Ah, ich muss nochmal hin. So, also Drückstrahl. Möp. Und rübergehen. Und drücken. So, und wenn ich dann den Zielstrahl mache, ja, das ist, glaube ich, sogar gleich geblieben. Dann kann ich mich reinziehen. So. Jetzt ist aber die große Frage. was machen wir nu? Ach so, jetzt gehe ich raus. Nee. Ah, doch, hab die Verbindung. Kann wieder den Drückstrahl machen. Das ist ja kompliziert. Drückstrahl. Eigentlich gar nicht, aber ich habe es mal behauptet. So, drücke mich rüber und jetzt... Nee. Hä? Nein, jetzt habe ich ja... Das Problem... Nein, es muss ja der Zielstrahl... Was mache ich denn? Scheiße.
Obwohl, ich musste ja hier ankommen. Dafür muss es der Drückstrahl sein. Das ist ja immer nur so kurz. Okay, wo ist denn der Trick? Wo ist denn der Trick? Es ist ja nicht getimed oder so. Scheiße, jetzt muss ich da nochmal... nochmal rum. So, also nochmal Drückstrahl. Ziehstrahl, damit ich rauskomme. Verbindung setzen. Ich komme da halt nicht mehr... Achso, ich komme ja da hoch. Das wird die Verbindung sein. rein, um den Strahl umzudrehen. So. Jetzt rüber. Das ist ja reichlich kompliziert. So, warte mal, jetzt gehe ich da hoch. Das war vorher, glaube ich, noch nicht. Gut, dass ich den Grill schon aus habe. Boing. Jetzt gehe ich natürlich in den Raum wieder rein. Mit Orange. Drehe den Strahl um. Oder? Ja, damit es der Ziehstrahl ist. Oh, Mann. So, jetzt haben wir es doch. Jetzt kommt... das blaue Gel... Das war dazu da, damit ich in den Strahl einsteigen kann. Das war der einzige Grund. So. Jetzt haben wir das da. Jetzt habe ich auch das falsche Portal so aufgegeben, dass ich sowieso nicht mehr in den Raum reinkomme. Das heißt, ich könnte jetzt... So, das große Problem ist, ich muss noch die Verbindung halten. Das hier war nur zum Gucken, ne? Ich muss hierhin die Verbindung halten. Aber das ist... Naja, doch, das ist schon... Ja, nee, das ist gar nicht so schwer. Muss nur leider den Strahl nochmal umdrehen, aber das ist auch nicht so schlimm. Weil jetzt würde ich sagen, darf ich hier durchgehen. Es muss der Drückstrahl sein. So. Hä, ist es jetzt nicht ganz einfach geworden? Halt, jetzt kommt erstmal noch das da, aber das hält mich auch nicht auf. Ich fürchte, ich komme da gerade nicht hoch, ne? Ist das so? Jetzt haben wir einen Ausgang offen und den Grill wieder da. Jetzt ist die Frage, ob ich hier sinnvoll... Ah ja. Okay, ich sehe es schon, ich komme hier nicht hoch. Wozu ist dann hier was auf dem Boden? So. Jetzt könnte ich hier schön schwingen, aber es... Das hilft mir nichts, das Schwingen. Das heißt, ich muss die Verbindung haben, ja? Ist aber auch nicht so schwer. Ich schalte nochmal um. Wie schalte ich denn um? Ups. So, damit ich erstmal die Verbindung oben habe. Das kann jetzt nicht mehr so kompliziert sein, oder? Obwohl ich... Das Problem wird sein... Was war jetzt hier? Orange. Ha. Muss ja da irgendwie auch wieder zurückkommen. Scheiße. Also erstmal aus Orange raus. So. So, und jetzt wollte ich eigentlich nur... Tja, nur ist gut. Was weiß ich, die Verbindung... Ist ja vollkommen egal. Das Problem ist, das kann ich mit Portalen nicht... Wie würde ich es denn überhaupt machen? Selbst wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, wenn ich nicht mehr zu dem Schalter hin müsste. Ach Gott, kommt hier nochmal Zeug hin, so aus dem raus. Also nochmal... Blau hier unten, dass ich hier leichter hochkomme, ne? Am Ende. Ja, ich fürchte, das muss es sein. Aber das wurde mir auch ganz gut verhindert. Das sind irgendwie anderthalb Panels, die ich nicht unbedingt auf Anhieb so von hier aus schaffe, würde ich sagen. Was aber bedeuten würde, dass ich vielleicht... Aber
Wie schaffe ich denn sowas nun wieder? Ach, das ist ja mühsam. Hier blau hin? Oje, Mine. Was heißt denn das? Ich müsste das zur Quelle ziehen und dann wieder rausdrücken? Das ist ja super mühsam. Kann es sein? Kann das echt sein? Warte mal. Ja, genau hier wurde es wieder verhindert. Also ich kann es noch nicht mal von hier ziehen. Verstehe. Tja, was heißt denn das? Ich muss den mühsamen Weg wieder machen? Oh Mann. Oh Mann. Um das Ding auf... Nee, stimmt ja gar nicht. Den mühsamen Weg hätte ich nicht machen müssen. Obwohl, ich brauche wieder dieses Portal, ne? Insofern doch den mühsamen Weg. So, was heißt denn das jetzt? Jetzt muss ich wieder das hier machen. Rückstrahl. So, ich weiß noch nicht, ob das dann zur Lösung beiträgt. Jetzt rein und den... Oh, war das richtig? Nein. Doch, das war richtig. Puh. Rein und den Strahl umdrehen. So. Ah, das Problem ist ja auch, wenn ich das jetzt hole. Naja. Ich muss... Oh Gott. In dem Moment, wo es auf der Quelle ist... Scheiße. Das ist aber schon ekelhaft. Also wenn es in der Quelle drin ist, muss ich rein und umdrehen und wieder zurück. Das wird ja sehr interessant. Da hoffe ich, bleibt mir noch ein bisschen was übrig. Und wenn, dann kriege ich es ja nur hier hin. Oh! Was? Es geht nicht durch den normalen Grill. Das ist aber auch ein Novum, oder? War das schon immer so? Alrighty, also dann ist das ja gar nicht die Lösung. Krass. Krass. Ist das nicht die Lösung? Okay, okay, okay. Dann geht's darum... Oder ist es wieder mal gar nicht so schwer? Moment. Ja, nee, ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Wie komme ich da hoch? Wie stelle ich eine Verbindung her? Ach so, indem ich mich da... Nee, auch nicht. Dachte, indem ich mich da hinziehe, aber wie komme ich denn in entsprechende Höhe? Geht ja schon mal gar nicht. Drücken kann ich dann auch nicht. Hä, das... Oh. Oh. Oh, ich ahne was. Das ist aber ganz schön hinterhältig. Also es wäre keine schöne Lösung. Dass ich mit dem Strahl und da würde ich ja lieber mal... Achso, nee, doch, ist doch eine schöne Lösung. Entschuldigung. Ich dachte, ich fliege jetzt da raus auf diese Fläche und rüber und muss in der Luft noch da treffen. Aber ich mache erstmal diesen hier. Das finde ich aber eine witzige Lösung. Wow. So, und jetzt machen wir den und dann haben wir die Verbindung. Und Achtung. Boing. Ja, sehr elegant. Sehr elegant. Jetzt komme ich da oben raus. Erstmal mache ich jetzt den Ausgang auf und alles. Genau. Ja, cool. Mit Blau diesmal. So. Das ist ja witzig. So und so. Tolle Lösung. Oh. Kommt da noch mehr? Nee, hier ist das Ausgangszeichen. Hallo. So, hier. Ja, ich wusste, du schaffst es. Das war eine coole Variante. Ich traue mich noch das letzte. Auch von Ben. Propulsion. Das ist ja eigentlich kein außergewöhnlicher Name. So heißt halt das Gel.
Und ich kann mir nicht merken, was ist. Aber da das hier eine sehr orangene Schrift war. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Black Mesa. Okay, mal schauen, was hier geht. Nicht so viel, hier soll ich nicht rein. Da will ich nicht raus. Ich weiß ja auch nicht, erstmal gucken. Oh, will ich doch raus? Mit Schwung will ich da vielleicht raus. Ah. So, jetzt schon die Orientierung verloren. Ich kam hierher. Und das war dann da unten. Und da ist der Ausgang? Das heißt, ich muss am Ende doch... Ja. Ja, erst da rein und später da wieder raus, um rüber zu fliegen, ne? Irgendwie so. Aber wie bitte ohne das orangene Gel? Wo gibt's denn das überhaupt? Ich habe hier noch gar nichts entdeckt. Hier werde ich ja wohl nicht gucken müssen am Anfang. Ja, da geht's durch und da hinten komme ich an, ne? So läuft's. Okay, gibt's hier Decke, Boden? Wenn dann... Ich müsste überhaupt erstmal sinnvoll in irgendein Portal rein. Nee. So, nicht Decke, Boden. Hä? Hallo? Also hier ist ja schon irgendwie das orangene Gel. Was geht denn hier? Was passiert denn hier? Wo passiert denn hier was? Huh. Was soll diese Decke? Es ist so ausgeleuchtet. Ah, da kann man doch runter. Okay. Ach, so einen unauffälligen Pfeiler hier. Oh, hier ist ja auch noch Schwung. Hilfe, von wo komme ich denn jetzt gerade wieder? Ich komme von da? Nee. Ich verliere hier am Stück die Orientierung, ne? So. Hier kommt man noch hoch. Wow. Erstmal da reingehen. Kann ich da rein? Naja. Ich weiß ja nicht, ob es nur gerade für mich aufgeht. Ah, es geht auf. Wie schön. Erstmal ans Telefon gehen. Hallo? Gut. Blau. Wusste nicht, dass es hier blau gibt. Tatsächlich. Okay. Okay. Mir ist außerdem noch aufgefallen, dass ich... Naja, da jetzt nicht, aber hier hoch könnte. Ob das Zufall ist, ob das was sein soll. Ich weiß ja nicht. Ah. Ja, und hier geht es dann schon kaum noch weiter. Oh. Ha, ha, ha. Nee, das ist nicht schön. Kann man aber auch nicht holen. Also, ah! Okay. Der nächste Schritt. Das ist mir ja schon fast ein bisschen zu versteckt. Da bin ich kein Freund von. Okay, das heißt, ich könnte... Könnte irgendwo... Tja, so nach dem Motto, da rein und da wieder raus, dass man den Schwung hält. Oh Gott. Dass man erstmal... Ah! Achso, ich stehe hier schon. Ja klar, warum nicht? Aber... Ja scheiße, wie machen wir es denn jetzt? Was kann ich denn jetzt machen? Ah, jetzt kommt die Sache von da. Okay. Dann war ich vorhin hier oben. Und hab das von oben gesehen. Okay, alles klar. Ich dachte, es wird Schwung, aber es wird... Also es wird Schwung, aber... Schwerkraftschwung und nicht orangener Schwung. Okay, dann kommt jetzt ja wohl... Ja, orange. Hurra. Pump Station. Better. Das ist dann da so. Da kommt's. Jetzt würde ich gerne wieder irgendwie hochkommen. Wie kriegen wir das jetzt hin? Warte, warte, warte. Genau umgucken, solange ich noch hier oben bin. Da wird man mir da wohl irgendeinen Shortcut geben, oder nicht? Komme ich denn hier oben wieder hin? Hier wird nichts gehen. Okay. Ja gut, dann gehe ich erstmal wieder runter.
Hab ja vorhin da getroffen, also muss ich ja irgendwo... Ah, das war die Decke, genau. So. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ist die Frage... Ach so! Ach, guck. Das heißt, ich komme da rein und... Kann ich das holen? Aha. Dann geht's rein und wieder raus, oder wie? Dann hätte ich jetzt über den Boden... Ach so. Warte mal. Das stimmt ja auch nicht. Warte mal, ich habe da getroffen. Da würde ich natürlich gerne... Ah, ach so. Ah, ja. Ah, das ist lustig. Ich denke mal, der Schwung reicht jetzt aus, um da rauszukommen. Hoffentlich. Vielleicht auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist nicht gut. Das muss ich abspeichern. Das, ich glaube, das geht nicht, aber... Ja. Ah, doch, sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder den Boden und kann ich aus Orange rauskommen? So. Hopp. Und Richtung Ausgang. Haha, und dann kann es auch schon losgehen. Oh Gott. Eieieiei. Okay, neuer Bereich. Hörst du das? Es bedeutet, du vertrödelst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre rosa BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Cave und seine Sprüche, ne? Okay, also, jetzt bin ich... Jetzt schon wieder die Orientierung verloren. Sag mal, wo bin ich gerade hoch? Da. Ich drücke und hier kommt was. Warte, das ist doch wieder... Ach, nö. Ach, nö. Wann fährt denn das mal? Oder? Das ist der Knopf, ja. Also hier kommt was, was eher so bodenlos fällt. Verdammt. Also hilft mir das nicht viel. Einflatschen und das war's dann auch. Gut, muss ich also rausfinden, wie das Ding hier mal fährt. Hin und her fährt. Aber ich komme doch da oben irgendwo anders hin, oder? Schade. Dann ist hier erstmal nichts Sinnvolles. Da kam ich her. Da springe ich dann hoch. Da geht kein Portal. Da ist dann der Ausgang. Irgendwie hier. Da komme ich ja erst hin, wenn ich hier Orange habe. Waren wir da schon? Nein. Aha. Okay. Die schalten sich gegenseitig um. Ja, okay. Na, dann ist ja. Dann ist ja alles gut. Dann machen wir jetzt einmal Blue. So. Dann. Ups. Geht's jetzt zurück. Und was gibt es hier? Toll. Ein ähnliches Problem wahrscheinlich. Nee. Hier muss ein Würfel rauf. Oh, Jemine. Wo gibt's denn den? Ach ja, den gibt's ja da drüben. Also jetzt müssten wir mal irgendwie... Ach so. Ich hätte ja da schon rübergekommen. Vielleicht schon mal orange machen, ne? Hä? One step after the other. So. Also orange soll bitte hier rauskommen. Kann ich da schon ungestraft reingehen? Ja, das ist doch easy. So. Jetzt haben wir nämlich sogar orange und blau. Braucht man ja auch gerne mal... Hört das auf? Ja. Gerne mal in Combination. Jetzt hole ich mir einen Würfel und... Boing. Aha. Muss hier was verhindert werden? Dass man mich da so reinlässt? Ich meine, was ich immer noch machen kann, ist... Ich kann immer noch da reingehen. Und die Verbindung halten.
falls ich den Würfel neu auflösen muss. Aber jetzt wiederum, ich meine, was sollte ich machen? Muss den ja irgendwie, da musste ich ihn ja hochkriegen. Okay, ich denke, keine Ahnung, das wäre, dass hier nichts verändert werden muss oder keine Ahnung, warum das verändert wurde, aber ich denke, ich kann nichts anderes machen, als jetzt durch den Grill gehen, hier hochgehen und so, wo ist er? Da ist er. Ihn holen. So, der macht mir diese Fläche. Das bedeutet, ich kann jetzt hier leider nicht mehr... Wann ist denn das passiert? Das war doch, das Gitter war doch vorher woanders. Das will ich jetzt nochmal sehen. Ah, das Gitter fährt. Das ist ja interessant. Okay, ja, dann passt das doch. Dann machen wir jetzt einmal so und ehrlich gesagt muss ich ja da, ich habe schon einen Knopf gesehen, irgendwie muss ich nochmal für den Würfel sorgen, aber gut, ist jetzt erstmal nicht das Problem. Erstmal Problem suchen, hier ist auch wieder mit wahrscheinlich orange, oh. Oh, das ist aber gar nicht so einfach. Jetzt hätte das ja wieder... Das hätte nicht rüber gekonnt, dann hätte ich das nicht so nutzen können. Okay, da komme ich nicht hin. Jetzt kann ich aber dahin und das fahren. Das ist ja sehr interessant alles. Kann wieder zurück. Kann auch, wenn ich runtergehe, wieder zurück. Genau. Jetzt kommt da orange hin. Reicht denn eine Seite? Ich denke eigentlich. Aber ich setze sie trotzdem mal um zur Sicherheit. Oder guck's mir an. Ja, okay, alles voll. So, warum mache ich das? Der Würfel muss hier hin. Ja, warum mache ich denn das? Muss ich hier irgendwie Schwung halten? Warte. Dass ich... Das finde ich aber recht riskant. Dass ich... So, jetzt muss ich nochmal da hoch. Dass ich den Würfel neu hole, weil da drin ist ja... Der ist jetzt hinter einem Grill und allem. Und ich habe diese Fläche gebraucht. Die brauche ich zwar jetzt nicht mehr, aber um an den Würfel ranzukommen, wäre das alles ein bisschen blöd. Jetzt habe ich die Vermutung... Dass ich, und das ist ein bisschen, ja, das kann eigentlich nicht, kann es eigentlich nicht sein. Oder? Ich dachte gerade, dass ich hier ohne, warte, ohne das Blaue und dann springe, aber dafür, nee, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Okay, also Würfel irgendwie neu holen. Wie komme ich denn sonst da wieder an? Oder kann ich, konnte ich da oben was machen? Warte mal. Dann habe ich aber den Weg noch nicht verstanden. Dass ich sozusagen die Verbindung, ja klar, von hier habe. Von hier da raus. Und dann kann ich den Würfel... Aber wieso ist dann da diese... Muss ich rausfinden. Okay, also jetzt kann ich leider gerade... Tja. Okay. Jetzt kann ich gerade nicht dahin. Das ist natürlich ganz schön blöd. Okay, das ist es noch nicht ganz. Jetzt wird es ja interessant. Da drüben bin ich nicht mehr. Kann ich hier... Oh. Nee. Nee, das bringt auch nichts. Ich dachte gerade, dass ich mit Schwung hier... Dass ich blau da habe. Moment. Obwohl.
wollte ich denn jetzt? Jetzt wollte ich sozusagen diese Möglichkeit nutzen. Ach, jetzt kann ich da wieder nicht rein. Shit. Ja, ich wollte hier rauskommen mit Schwung, da bouncen und da hoch, aber dann fliege ich auch wieder durch den Grill. Also das ist es ja irgendwie alles noch gar nicht. Jedes Mal, wenn ich da hochgehe, egal wie, also über die Seite verliere ich ja meine Portale. Das ist ja schon mal... Das heißt, ich müsste hier sein und da rauskommen und da hoch können für Orange. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum... Oh. Ja, Moment. Die Idee war doch gar nicht so schlecht, die ich da hatte. Momentchen. Und zwar jetzt nochmal hoch. Ich glaube, das klappt. Also, nee. Quatsch. Das war ja richtig. Jetzt gehe ich nochmal rüber. Ich glaube, deswegen brauche ich drüben den Orangen. Das ist ja tricky. Das ist ja echt tricky. Und zwar gehe ich jetzt hoch. Jetzt habe ich hier den orangen Weg. Nee, dann kann ich ja da nicht rauskommen. Doch. Halt, das ist noch falsch. Da muss es hin. Jetzt wird umgeschaltet. Jetzt habe ich hier orange. Das war schon gar nicht so schlecht. Jetzt gehe ich da hoch. Ey, das ist ja cool. Das ist ja cool. Also. So. Jetzt habe ich den da unten. Darauf kam es an. Tolle Idee. Jetzt kann ich da raus. Und kann da orange holen. Das ist immer das Tolle an diesen Gel-Maps. Oder speziell an seinen Gel-Maps. Dass die eben so diese ganze Vorbereitung erfordern. Ja. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt muss ich den Würfel... Ne, wie war das? Den Würfel mitnehmen. Und dafür wollte ich das Portal haben, genau. Aber erstmal muss ich wieder das umschalten. Damit ich das nutzen kann. So, darüber. Jetzt gehe ich da wieder rein. Hopp. Jetzt hätten wir die Möglichkeit und da lasse ich die Verbindung zum Würfel. Das war jetzt wichtig. Und die ist mit blau. So. Haha. Auf das Knöpfchen. Hoch. Offen. Vielen Ausgang. Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Aufzug. Eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Sehr schön. Sehr schön. Vor allen Dingen in zwei Teilen, die beide interessant waren. Super Sache. Damit wäre ich raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.